Daniela Katzenberger hat im letzten Jahr dank Sport- und Ernährungsumstellung ordentlich abgenommen. Jetzt soll der Arzt ihr auch ihre Implantate abnehmen. Irgendwie ist es das Ende einer Ära, denn Daniela Katzenberger wurde zum Teil wegen ihrer Brüste berühmt. Zum einen wollte sie sich einst für den Playboy ausziehen, doch daraus wurde für die damals unbekannte Katze nichts. Mit 40 könnte sie sich ein Playboy-Shooting aber vorstellen. Zum anderen wurde der erste Eingriff im Rahmen der Doku-Serie Goodbye Deutschland gefilmt. Die neuen, großen Brüste waren damals mit meiner großen Klappe die Eintrittskarte in die Primetime, gibt Daniela Katzenberger heute offen im Gespräch mit Bild.de zu. Sie ätzt. Ich finde, ich sehe mittlerweile aus wie eine Comicfigur. Die Reality-TV-Ikone macht daher nach gut 14 Jahren Schluss mit dem Silikon. Nächstes Jahr soll der Eingriff stattfinden. Doch was stört sie genau an ihrem Look? Du wirkst mit so riesen Möppen optisch einfach 10 Kilogramm schwerer, heißt es in dem Interview weiter. Besonders seit sie massiv abgenommen hat, findet sie, dass ihre Proportionen jetzt nicht mehr stimmen. Daniela Katzenberger bereitet sich auf komplizierten Eingriff vor. Sie will gleich mehrere Körbchengrößen kleiner werden. Daniela Katzenberger, Körbchengröße C wie schick und nicht mehr E wie extrem groß. Und das schon B wie bald. Wahrscheinlich schon im Januar oder Februar, denn so eine OP muss man im Winter machen. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt. Da ich zweifach voroperierte Brüste habe, ist es bei mir etwas komplizierter, erklärt Daniela, die sich hat sterilisieren lassen. Gut möglich, dass wir die Implantate erst einmal ganz herausnehmen und meiner Haut ein paar Monate geben, um sich wieder zusammenzuziehen. Ehemann Lukas Cordalis reicht eine gute Handvoll. Heute bereue sie zumindest die erste Vergrößerung. Denn durch ihre Schwangerschaft wurden damals auch ihre Brüste in Mitleidenschaft gezogen. Und auch Ehemann Lukas Cordalis, 56, ist absolut fein mit Danielas Plänen. Lukas reicht eine gute Handvoll. Er ist ein Po-Mann und kein Tittenmann. So.